dir das an, ey. Alles untergekriegt. Gucke hier. Boah, alles drin. Alles weg. Beifahrersitz ist auch belegt. Nachher. So. Fein gepackt, Schmidtchen. Ja. Grüß nochmal. Hörst du das? Julius kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ja. So. So. Mit Spikes, ha? Wo kommt ihr denn jetzt her? Habt ihr nicht gesehen, dass wir angerufen haben? Nee. Beide. Dich, dich. Ich, ne, ich bin gefahren. Grüß euch. Hallo. Ja. Na? Grüß dich. Mein Freund. Fahrer. Na? Guten Tag. Geil. Wir sind da, das ist unser Haus, das unten dort ist unsere Terrasse. So. Oh, jetzt muss ich mal hochgehen. Onkel Schmidtchen will nicht gefilmt werden. So, schnell wieder runter. Sehr schön. Super. So, das ist das an Bord gehen bei Ebbe. Ja, Philly Boy. So. Na, ihr Michelin-Männchen. Geht los. Geht raus. Gezielt auf. Put. Put. Put, put, put. So, nachdem das Phillys Seewolf hier ist, kämpft er jetzt gerade anscheinend mit einem Heilbutt. So, Julian steht schon bereit mit dem Gaff. Das ist auch gerade das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Was denn? Ich habe keine Angst vor Linken. Das macht nichts. Wenn er hängt, hängt er. Sagen wir jetzt als die Angelspezialisten, nicht wahr, Ungeschmittchen? Naja, ich werde mal akkuschonend ausmachen, weil der geht eh noch ein paar Mal weg. Ja, du bist ja auch. Der weiß jetzt, was auf ihn drauf zukommt. Ja, ja. Oh. Diesmal darf ich die Kamera halten. Na, das ist auch eine kleine Quaide. Was?
Scheiß ab den Scheiß. Wir rufen den Marius an und sagen, wir schaufeln, er soll hier helfen. Oh, das ist ein Nein, hier, wir sind gestanden. Aber die müssen wir wirklich so reinholen, dass wir sie wieder reinsetzen können. Ja, holt den aber lieber vorne raus. Da habt ihr mehr Platz. Ja. Ja. Diesmal darf ich aufnehmen. Ja. Ich muss auch gucken. Oh, 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 oh. Wie viel? 15. Gib mir ein Messer, ich schneid ab den Scheiß. Da kommt er, kaputt. Da ist er. Mit der Hälfte. Oh, 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 er hat das Boot gesehen. Oh, reicht. Ja. Alter. Ja, ja, der ja. Der macht ihn nochmal los. Ja. Warte, warte, ich jetzt noch. Nee, das war noch nicht. Der schüttelt sich gleich aus. Schmidtchen hofft, dass er sich noch rausschüttelt. Das ist eine Drecksau. Wir müssen dann das andere auch mal noch mitnehmen, was so gebogen ist. Alter Schwede. So, Philly drillt. Wir sind jetzt hier bei knapp 20 Meter Wassertiefe und es war alles voller Fisch. Aber es hat tatsächlich nichts gebissen. Da kommt er. Da kommt er hoch. Da kommt er hoch. Der sieht auch ganz gut aus. So. Wir haben mal die Kamera pausen. So, jetzt wissen wir, was das Angeln der Angel war. Ein schöner Dorsch ist eingestiegen. Der Spinnrute. Einwandfrei, an der Spinnrute. Schmidtchen hat. Da ist er drin. Auch. Auch drüben, nächster Dorsch. Einwandfrei. Der hat aber wenigstens sauber Die verarztet noch unseren Dorsch. Auch sowas muss gefilmt werden. Schönes Tier. There he is. Schönes Ding. Thank you.
Da sinkt sie. Immer der ganze ganzen Film. Wissen? Der kommt da hoch. Ja, das siehst du aber durch die Spiegelung nicht. Nee, das siehst du nicht. Das ist aber auch schon ein schöner. Für die Spinnrute nicht schlecht. Für die Spinnrute nicht schlecht, ja. Der macht aber definitiv nochmal los. Da sieht er dich. Warte. Kann nur ein was. Oh nee. Den nehmen wir jetzt aber wirklich nicht mit. Hammer. Hammer, guck dir das an, wie der abschmiert. Ich hab gesehen, wie der auf das Ding draufgegangen ist und gebissen hat. Und da kannst du sagen, hier, dein ja. Witz. Soll man aufnehmen? Ich muss dann hier das, den irgendwie so gaffen, dass der wieder reingelassen werden kann. Ich will den nicht drüber halten. Nein. Au! Kann man so lange aufnehmen, Philly? Hast du so viel Speicher? Nach 2 Stunden Kampf. Oh, guck hier. Die Dorsche. Na, ein Geschmittchen. Guck nochmal her. Ach, du willst ja mal nicht. Dritte Mal. Also Schmidtchen, schöne Stellen, die du anfährst. Willi, da kommt doch. Kümmer dich mal da um den. Der ist am Boden. Den kann ich mehr weg. Jetzt ist ab, genau so wie es geplant war. Und es wird wieder runtergelassen in den Dorschschwarm. Erster ist eingestiegen und wieder aus. Das ist Fisch, sagt er. Jo, das sieht gut aus. Eine süße Last. Oh. Alter Schwede, der ist gehakt. Der schlägt so. Und jetzt noch Schmidt schon, dann haben wir einen Dreierbiss. Und da ist er, der Dreierbiss. Nee. Kleines Grinsen zwischendrin, das dürfte ja wohl noch drin sein. Eine süße Last. Scheiße. So, 4. Tag und es geht wieder heim. Kisten sind voll und das Wetter wird jetzt auch so ein bisschen kabbelig. Aber wir haben gute Fische gefangen. Wir waren relativ weit draußen und haben uns die Köhlerschwärme gesucht, wo da drunter die großen Bursche standen. Und die haben wir auch gefunden. Jetzt heißt es noch filetieren und
dann gibt es endlich was zu essen. Da ist unser Koch. Unser Kapitän. Es geht raus. Ja. Yeah. Da hinten wollen wir hin. Wir wollen es heute mal auf Heilbutt probieren. Wir haben am ersten Tag auch 3 Heilbutts gehabt in den flachen Wasserzonen. Und dann wollen wir Richtung offenes Meer fahren und schauen mal, was bei dir geht. Das Wetter spielt gut mit. Alle ordentlich gefrühstückt. Und da kann es losgehen. Ist da schon was für dich? Da kommt er. Na, hoffentlich macht er nochmal los. Jungs, runter nochmal. Komm, hau ihn auf den Kopf jetzt. Für die hast du die Zange, dass man dem... Mach du erstmal. Mach das so oft, bis der still oben liegen bleibt. Jo, und tschüss. Geil. Schönes Tier. Geil. Jetzt. Erste Tierfisch. So, eben gebissen auf 12 Meter Wassertiefe. Mal schauen, was dann da hochkommt. Der wandert jetzt noch ein bisschen. Da drüben ist
ein Tangdorsch eingestiegen. Und Schmidtchen ist noch am Trillen. Eben bei 12 Meter Wassertiefe auf Gummifisch eingestiegen. Ja, eine Platte. Ein Heilbutt. Schönes Tier. Den lassen wir wieder frei. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den möglichst gut... Warte mal, hier die Zange. Sehr gut. Schönes Ding. Also ich hatte ihn. Einwandfrei. So, jetzt müsst ihr mal was fangen, ich mache ein Video. Ja. Jetzt ist Schluss mit eurer Gammelei hier. Ja gut, da können wir das an der Stelle abbrechen. Pack die Angel ins Wasser. So, jetzt gucken wir hier drüben mal bei Philly. Jetzt sind wieder Fische da. Die Größe hat Schmidtchen eben wieder reingeschmissen. Und herrliches Wetter. Wir sind hier fast ganz draußen und das Wetter spielt mit. Der Papa pumpt schon wieder. So, jetzt Philly, du bist auf Kamera, jetzt musst du liefern. Selektieren noch ein bisschen. Ich auch. Nee, der nicht. Der auch nicht. Na, selektiert mal. Schmidtchen hat schon wieder Biss. Jo. Aber nichts Großes. Nee. Alles voll. Kisten voll. Moin. Keine Namen. Keine Namen. Deswegen ja moin. Oh ja. Verangelt. 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 Klein. Ja, ja. Ich muss jetzt mal hinten in dir von mir um abzuschütteln. Ja, okay. Ja, den gibt's auch. Ein kleiner Seelachs. Aber da drunter sind halt die großen Dorsche, die wir suchen. Da würde ich sagen, buchen wir heute Abend den Flieger um und dann geht es morgen nach Hause. Morgen gibt es Sightseeing. Tacho. Und Philipp? Na, dann mache ich jetzt aus und wir melden uns wieder, wenn es knallt. Immer noch bei 34 Meter Wassertiefe und das Echolot
zeigt alles voller Fisch. Schnittchen ist am runterlassen und meist dauert es nicht lange und da kommt direkt der Biss. Und da ist er. Wahnsinn. Philly ist auch schon wieder am Dreh. Philly hat schöner Dorsch, einen Mann frei. Hier sind die Kisten. Schöner Toffel. Alles frei. Das ist Wahnsinn. Kommt da, der ist ein kleiner. Der bleibt weiter. Und da wird schon wieder schön. Und hier drüben wird schon wieder gedreht. Und da ist er schon wieder. Den brauchen wir gar nicht unten. Alles voll. Das Echolot. Wir haben hier 43 Meter und Fisch steht ab dem Mittelwasser. Ab 20 Meter steht der Fisch. Schmidtchen ist am Pumpen. Rüber zu Philly, der hat gerade abgelassen. Jo. Philly angelt mit großen Gummifisch, um hier unten zu selektieren. Klar, hält man die Kamera mal drauf, fängt der ja, wieder keinen Fisch. Oh, guck mal, der erste Köhler, ich geh kaputt. Das ist tatsächlich unser erster Seelachs. Dann sind dort ganz große Dorsche. Oh, sehen wir ja. Bei Philly können wir gleich das Film abbrechen, weil... Nee, hau wieder rein. Nein. So ein in Amphitra. So, das ist unser Pelletierplatz. Platz ist genug. Was nicht so optimal ist, ist der Holzboden unten drunter, weil sich natürlich hier das ganze Wasser sammelt und es auch hier keinen wirklichen Abfluss gibt, sondern der Norweger hier einfach ein Loch in den Boden gemacht hat, wo es dann einfach ablaufen soll. Das ist dann hier hinten die Stelle, wo sich das meiste Wasser sammelt und da wurde dann ein Loch reingebohrt. Aber ansonsten hatten wir hier immer viel Platz. Liegt auch alles rum, die Schneidebretter. Hier ist noch Holz zu finden für den Kamin, der in dem zweiten Haus verbaut ist, in dem oberen. Ja, und hier
Das ist allerdings nicht von uns, das ist von unseren Nachbarn oben drüber. Die haben reichlich dazwischen gelangt. Und das sind die Häuser nochmal von außen. Hier unten links, das ist wahrscheinlich gerade ein nicht genutztes Objekt, also ist noch nicht fertig. Oben ist die große Wohnung und unten rechts war unsere kleine Wohnung für 4 Personen und oben ist für 6 Personen. Ja, wir haben sie noch nie gesehen. Hat die Schwarung ein Video dazu gefunden? So, feinstes Filet. So, das ist der größere Hellbutt von 1,25 Meter. Und da hat man hier einwandfreie Filets. So, also nochmal ein paar Worte zu unserem Boot. Hier ist die Steganlage, worüber man zum Boot gelangt. Bei Flut natürlich leichter zu erreichen als bei Ebbe. Hier ein kleines Beiboot. Und das ist der Boot, das Boot. Das sind 19 Fußboote mit einem 80 PS Motor, Benziner, Außenmotor, ist auch tatsächlich sehr sparsam. Wir haben jetzt die ganze Woche knapp 100 Liter Benzin verfahren, müssen aber dazu sagen, dass wir zweimal offshore gefahren sind, ansonsten hier hinten die Routenhalter, ein Echolot mit Kartenplotter. Platz für Stauraum. Dann gibt es noch zwei weitere Boote. Das andere ist auch ein 80 PS und das andere ist ein 115 PS. Die sind jetzt aber momentan draußen, die Jungs. Ja, das war unser Boot, was uns hier die Woche begleitet hat. Hat uns sicher von A nach B gebracht. War eine schöne Reise. Mit schönen Fischen und schöner Unterkunft. Also wir würden auch wieder herfahren. Und schauen mal, wir haben jetzt dieses Jahr noch eine Reise vor, allerdings nach Mittelnorwegen und nächstes Jahr ist geplant nach Flatanger zu fahren. Genau, und so ist das Wetter. Kein Wind, einwandfreies Angelwetter. Unsere Kollegen hier, unsere Nachbarn, die sind gerade draußen. Die wollen heute noch ein bisschen den Butt ärgern.